Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ewigkeiten ist es her, dass ich euch auf diesem Kanal eine Auswahl an den, aus meiner Sicht, besten 60% und 65% mechanischen Tastatur in jeder Preisklasse vorgestellt habe. Dieses Video wird bis heute enorm viel geklickt, was mir einfach zeigt, dass nach wie vor ein riesiges Interesse an solchen Videos besteht. Mein damaliges Video ist allerdings, wenn ich ehrlich zu euch bin, zum Großteil mittlerweile komplett outdated. Es hat sich sehr viel getan und mittlerweile bekommt man deutlich bessere Sachen für sein Geld. Deswegen ist es heute soweit, ich stelle euch die besten 60% und 65% Tastaturen in jeder Preisklasse vor, von 20 bis 200 Euro, egal ob ANSI US oder deutsches Layout, egal ob Amazon oder die bösen China-Shops. Ich versuche wirklich so viel abzudecken wie möglich. Ich habe mich ausführlich und lange informiert, habe viele der Empfehlungen selbst schon ausführlich getestet. Ihr könnt also sicher sein, dass ich zu 100% hinter meinen Empfehlungen stehe und euch keinen Schrott von Amazon empfehle, nur weil er 5 Sterne auf Amazon hat. Das wird also vermutlich ein längeres Video. Lehnt euch zurück, schnappt euch ein Tässchen Kakao oder ein anderes kühles Getränk und achtet vor allem auch auf die Timestamps, falls euch nur für bestimmte Preisregionen interessiert. Und nicht vergessen, wenn ihr noch Fragen habt, dann joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und ja, damit wir ein bisschen wachsen können und wie gesagt, ihr könnt da jederzeit Fragen stellen. Und ansonsten legen wir direkt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie auch damals fangen wir bei einem Preis von ca. 30 Euro an. Was bekommt man für 30 Euro? Zugegeben noch immer nicht allzu viel, aber dennoch habe ich auch an euch Geringverdiener gedacht, keine Sorge. Oh Mann, ich sehe schon, wie ich für diese Aussage Hate bekomme. Das war ein Spaß, Leute, alles gut, kein Stress. Also, wer es ganz, ganz billig will, sollte sich einfach mal Temu herunterladen und dann auf diese 3 Euro mechanische Tastaturwerbung warten und dann dort zuschlagen. Man kriegt dann in der Tat eine mechanische Tastatur in verschiedenen Größen, oftmals sogar mit linearen Switches für diesen geringen Preis. Ich habe das Ganze selbst schon ausprobiert, das Video dazu könnt ihr gerne anschauen, wenn ihr wollt. Aber bevor jetzt alle auf mich springen, ich empfehle euch wirklich, dies zu unterlassen, ich würde da an eurer Stelle nicht bestellen. Denn Temu ist ein sehr fragwürdiger Shop, das Problem ist, dass gewisse Shops eure Daten sammeln und dann irgendwie verkaufen, das Problem gibt es leider bei vielen. Bei Temu ist das Ganze aber scheinbar nochmal kritischer und abgesehen davon sind diese 3 € Tastaturen eh nicht wirklich geil. Sie funktionieren halt, sehen irgendwie okay aus und das war's dann aber auch schon. Ich wollte das nur mal erwähnen für alle, die legit nur 3 € für eine Tastatur ausgeben wollen oder können, aber insgesamt, bitte lasst es einfach, es lohnt sich wirklich nicht. Als nächste, eine sogar wirklich gut ausgestattete 65% Tastatur für ca. 30 Euro, habe ich diese Vomir VK66 gefunden. Für gerade einmal 34,58 bekommt ihr sie in 2 Colorways, mit dem 65% Layout bekommt ihr noch die Pfeiltasten dazu, das Case ist aus einem ABS-Plastik, genauso wie die Keycaps, die haben ein Cherry Profile und sind ebenfalls aus PBT, was gerade in dem Preisbereich sehr nice ist und ihr habt sogar rote lineare Switches, welche beim Gaming sehr angenehm sind. Auf Features wie Hotswap oder Wireless muss man zwar verzichten, aber bei dem Preis ist die VK66 trotzdem ganz gut ausgestattet. Und sieht vor allem auch echt nicht schlecht aus. Und wer dann beim Kauf nochmal etwas sparen will, kann gerne den Code TECHTYPES an der Kasse eingeben und spart nochmal ganze 10%. Das gilt übrigens auch für alle Produkte auf der Seite. Mein Code ist immer und für jedes Produkt gültig, also denkt daran, falls ihr mal dort was bestellen solltet. Damit unterstützt ihr mich ein wenig, aber vor allem ihr spart auch nochmal ein bisschen. Die Tastatur gibt es übrigens auch für etwas mehr auf Amazon, der Versand dauert dann quasi aber genauso lang, aber zumindest habt ihr euren geliebten Amazon-Shop. Für jeden, der wieder grundlos jeden Shop haten will, der nicht Amazon heißt. Apropos Amazon, euch habe ich natürlich auch nicht vergessen. Und auch die, die lieber deutsche Tastenkappen haben wollen, wie schon oft erwähnt, ihr könnt auch mit dem ANSI US Layout Umlaute tippen, die sind dann nur nicht aufgedruckt auf der physischen Taste, aber trotzdem noch hier eine kleine Empfehlung mit einem ISO.de Layout und ja, für alle, die kurze Versandzeit haben möchten. Da gibt es bei Amazon richtig viele verschiedene Modelle, die dann irgendwie alle gleich aussehen, irgendeinem random Namen haben und manchmal haben die noch ein deutsches Layout und rote Switches. Man bekommt diese mechanischen Tastaturen meist für um die 20 bis 30 Euro. Mittlerweile gibt es auch manche Modelle mit ISO.de Layout. Die sind dann wirklich nicht krass ausgestattet, aber sie sind halt zumindest mechanisch, leuchten ein bisschen, haben wie gesagt ein deutsches Layout und sind günstig und sind halt bei Amazon verfügbar und haben einen schnellen Versand. Deswegen empfehlen würde ich die zwar nicht unbedingt, aber wenn ihr gar nicht auf das deutsche Layout verzichten wollt, dann verlinke ich das Ganze trotzdem mal und ja, wie gesagt, ich blende einfach das Billigste, was ich aktuell gefunden habe, ein, beziehungsweise verlinke das in der Beschreibung und dann könnt ihr das ja auch mal abchecken, wenn ihr wollt.
Eine Tastatur möchte ich euch für um die 30 Euro aber noch mit auf den Weg geben. Und da das Beste immer zum Schluss kommt, stelle ich euch jetzt auch die aus meiner Sicht Beste für den Preisbereich vor. Ich bin nämlich auf die sogenannte Lorik LR68 gestoßen und ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, warum die nur 38 Euro kostet. Für den Preis ist die Tastatur wireless. Sie hat PBT-Keycaps, ein cooles Design, hat Gate-Run-Switches, welche schon mal deutlich besser sind als diese ganzen No-Name-Switches. Sie ist hot-swappable, wir können also die Switches austauschen. Das Ding ist wirklich grundsolide für den Preis. Und normalerweise, von denen, was ich gesehen habe, ist das Teil auch eigentlich viel teurer. Aber irgendwie habe ich die bei Banggood für 38 Euro gefunden. Also auch wenn ich die Vomir VK66 wirklich nicht schlecht finde, würde ich euch wohl doch empfehlen, lieber die LR68 zu nehmen. Denn die bietet nicht nur Stock schon viel mehr, sondern kann eben auch noch gemoddet werden, sodass man am Ende ein richtig geiles Klangbild und Tippgefühl zustande bringen kann. Ich denke aber, das sind erstmal genug Empfehlungen bis 30 Euro. Daher kommen wir nun zur 50 Euro Preiskategorie. Und hier bekommen wir nun zumindest etwas mehr. Dort fangen wir erstmal mit dem deutschen Layout-Kram an. Dort bekommt ihr zugegeben für etwas mehr als 50 Euro die sogenannte Nova Ranked 60. Die ist zwar an für sich gar nicht mal so krass, aber sie bietet halt wieder das, was viele wollen. Es gibt sie bei Amazon, sie hat ein deutsches Layout vor allem. Verarbeitung ist okay, sie ist wieder hot-swappable, wir können also die Switches austauschen. Es gibt sie auch mit vorgeschmierten, also Pre-Loop-Switches. Kostet dann aber ein bisschen mehr die Tastatur, ansonsten für ja, nicht vorgefettete Switches zahlt man ein bisschen weniger. Allgemein würde ich die Tastatur wirklich wieder nur empfehlen, wenn ihr unbedingt ein deutsches Layout braucht. Aber ich weiß, dass viele nicht auf ihr deutsches Layout verzichten wollen. Dementsprechend habe ich die Tastatur auch hier mit reingenommen. Aber die Tastaturen, die jetzt noch folgen werden, werden deutlich besser sein. Also überlegt vielleicht doch nochmal, ob ihr nicht vielleicht doch auf ein deutsches Layout verzichten könnt. Ansonsten die Ranked Nova 60, auch eine Empfehlung, die man mal machen kann. Und eine weitere Alternative mit deutschem Layout ist dann noch die Red Dragon K633 CGO. Die ist vielleicht optisch nicht jedermanns Geschmack, aber wie gesagt, das gibt es ja auch mit ISO-DE Layout und ist etwas günstiger und kostet um die 50 Euro. Das Teil habe ich ausführlich auf meinem Kanal schon getestet, könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr wollt. Und ja, für den Preis bekommt ihr wieder austauschbare Switches, ein 65% Layout, PBT Keycaps und eine solide Verarbeitung. Insgesamt ist sie in Ordnung für den Preis und bietet vor allem wieder ein deutsches Layout, was wie gesagt vielen wichtig ist. Aber die richtig guten Tastaturen kommen jetzt. Denn jetzt kommen wir zu den Alternativen mit ANSI-US Layout und da bekommt man wieder viel bessere Tastaturen. Und die erste Tastatur, die ich euch da vorstellen möchte, ist die Faker IK65. Die ist vielleicht optisch nicht jedermanns Sache, bietet aber dafür schon deutlich mehr als die vorherigen Keyboards. Sie ist beispielsweise auch wireless nutzbar, hat dann PBT-Keycaps, die ist auch wieder hot-swappable. Ganz cool vor allem ist, dass die Switches vorgefertigt sind, also die Switches sind deutlich smoother und klingen einfach besser als die Switches der anderen Tastaturen. Und ja, einfach eine coole Tastatur. Ich glaube in dem Preisbereich schon eine der besseren. Und ja, kann man definitiv machen, wenn man das Design hier stören findet. Und ich glaube, die Tastatur klingt auch gar nicht so schlecht. Da will man, ich habe sogar einen Sound erst bekommen von einem guten Hardware-Netzwerk. Und das würde ich jetzt einfach mal hier einblenden. Am besten, denke ich mal. Und ja, generell das Background-Footage von der Tastatur seht ihr hier von dem guten Hardware-Netzwerk. Deswegen ja, danke an Hardware-Netzwerk an der Stelle und wir hören uns einfach mal kurz den Sound der Tastatur an, wenn ich den schon da habe. Ja, die Faker IK65 wirklich eine solide Tastatur für den Preis. Und eine weitere Tastatur möchte ich euch aber noch vorstellen in den Preisbereich und zwar für alle, die gerne viel RGB mögen. Und zwar bin ich da auf die Gamma K K61 gestoßen. Das Teil hat ein komplett transparentes Case und strahlt einfach wundervoll dadurch. Für ca. 55 Euro könnt ihr außerdem die Switches austauschen, obwohl die vorinstallierten Gate Run Blue, Brown, Black, Red oder Yellow Switches mit ein bisschen Lobing auch ganz gut sein sollten. Der Sound ist nicht der krasseste, aber das lässt sich ja easy fixen. Vor allem optisch finde ich das Teil aber echt ein Hingucker. Und ja, gerade, ich sag mal, die Neulinge bei Tastaturen stehen ja auf so ganz viel Bling-Bling. Und daher könnte das gerade für euch vielleicht eine gute Wahl sein. Gerade bei Dunkelheit ist das schon echt ein schönes Keyboard. Und ja, vielleicht für einige interessant, die Gamma K K61. Habe ich gerade gesagt, ich möchte euch noch eine Tastatur vorstellen in den Preisbereich. Eigentlich habe ich sogar noch eine in den Preisbereich. Und zwar auch von Gamma K, die sogenannte Gamma K LK67.
Die ist gerade optisch für den einen oder anderen vielleicht interessant, mit knapp 72 Euro allerdings etwas teuer. Aber immerhin, sie ist noch näher an den 50 Euro dran als an den 100. Aber dafür gibt es bei der Tastatur relativ viel geboten. Sie ist auch wieder hot-swappable mit linearen Switches, ein cooles Design, auch wieder wireless, Beleuchtung und generell sieht sie nicht einfach so 0815 aus wie viele Keyboards in dem Preisbereich. Sicherlich auch mal ein Blick wert, wenn man die Optik mag. So meine Freunde, jetzt kommt aber die beste Preiskategorie im gesamten Video. Und zwar, die nächste Preisklasse werde ich bis ungefähr 100 Euro sortieren. Und ich kann euch versprechen, hier ist der absolute Sweet Spot für Pre-Built-Tastaturen. Was man für 100 Euro mittlerweile schon bekommen kann für heftige Tastaturen, ist wirklich unglaublich. Ich spreche hier von CNC-Aluminium-Gehäusen. Ich spreche von Wireless, von Custom-Features, von guten und vorgefertigten Switches. Ich weiß, dass viele von euch noch sehr jung sind und vielleicht nicht viel Geld haben und es daher schwer ist, so viel Geld zusammenzubekommen, aber wenn ihr es irgendwie schafft, dann bitte macht es, es lohnt sich wirklich so viel mehr, als die Tastaturen aus den vorherigen Kategorien zu kaufen, auch wenn ich da schon wirklich gute rausgesucht habe. Anfangen möchte ich mit einer Tastatur, die ich aktuell selbst als meine Main benutze. Die Vomir SK71, beziehungsweise ich möchte eher auf die Junsi AL71 eingehen. Das sind quasi dieselben Tastaturen, nur verkauft Junsi die aktuell etwas günstiger, zum Preis von ca. 95 Euro. Und solltet ihr bei Junsi eure erste Bestellung machen, nutzt gerne an der Kasse den Code Niklas, dann bekommt ihr nochmal 5 Dollar Rabatt. Das ist obviously nicht mein Code, sondern der von meinem guten Kollegen Hardware-Netzwerk, von dem wir schon das Video-Footage von der IK65 gesehen haben. Support ist kein Mord, also kann man das ja mal gerne erwähnen und vor allem ist es ja auch zu eurem Vorteil, wenn ihr den Code nutzt. Die AL71 jedenfalls ist zwar nicht direkt eine 65% Tastatur, sondern etwas größer, aber immer noch sehr klein und weil sie so ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, musste ich sie einfach trotzdem in das Video mit einnehmen. Aber ich kann euch beruhigen, Junsi bringt quasi dieselbe Tastatur, auch im 65% Layout raus. Aktuell kann sie vorbestellt werden und ist bald lieferbar. Das Ganze nennt sich dann Junsi AL66. Die AL71 jedenfalls bietet ein komplettes CNC Aluminium Case, fühlt sich also enorm hochwertig an und wiegt auch 1,3 Kilogramm. Sie ist wireless, bietet viele Farben, ein sehr schönes Design, PBT Keycaps, Preloop Switches, einen heftigen Sound, Gasket Mount Hot Swappable mit South Facing LEDs, Side RGB. Es hört echt nicht auf bei den Features. Ohne Witz, ich liebe dieses Teil. Für nicht mal 100 Euro bietet die Tastatur so viel und ist ungelogen aus meiner Sicht aktuell eine der besten Tastaturen in diesem Preisbereich. Es ist wirklich insane und ich möchte, dass jeder diese Tastatur kennt. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, schön und gut, aber kein deutsches Layout, dann verlinke ich euch einfach mal ein paar ANSI.de Keycaps. Die macht ihr dann einfach drauf und habt trotzdem eure geliebten Umlaute und Co. aufgedruckt. Abgesehen davon kann man bei der Tastatur in der Software aber auch einfach jede Taste umbelegen, wie man das will. Also wirklich geil, das Teil. Ansonsten gibt es noch von Appomaker die EK68. Die ist zwar nicht aus Aluminium, aber dafür trotzdem echt nice. Auch die Tastatur habe ich hier. Ein Review dazu wird noch folgen. Auch hier wieder. Preloop, lineare Switches, Hotswap, South Facing, Wireless, PBT Keycaps. Die lilane Variante sagt mir besonders zu. Und einen tollen Sound. Und das alles für 90 Euro. Aluminium Keyboards in der Preistaste sind nicht unbedingt besser als Plastik. Daher hat die EK68 definitiv auch ihre Daseinsberechtigung. Da könnt ihr dann also ruhig danach gehen, welches Design ihr mehr mögt, aber von den Features her sind beide extrem gut und ja, beides einfach sehr, sehr tolle Keyboards. Und ganz ehrlich, mehr brauche ich auch gar nicht raussuchen, denn die Junsi AL71, die bald erscheinende AL66 und die Appomaker EK68 decken eigentlich alles ab und haben alles, was das Herz begehrt. Sowohl optisch als auch von den Features. Lediglich eine ISO-D-Alternative möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, die Echo 3068B Plus im ISO-DE-Layout. Auch dazu gibt es ein ausführliches Review von mir und für einen Preis von ca. 100 Euro ist sie wirklich grundsolide. Tolle lineare Switches, ein schönes Design, sie ist wieder wireless mit Beleuchtung und Hotswap und insgesamt einfach alles, was man braucht. Sie hat zwar nicht die ganzen Custom-Features wie die anderen, aber für alle, die einfach nur eine schöne Tastatur wollen mit deutschem Layout, ist die hier schon wirklich nicht schlecht. Nach Möglichkeit würde ich trotzdem eine von den anderen nehmen, weil die einfach mehr bieten. Aber die Echo 3068 ist schon trotzdem sehr, sehr nice. Kommen wir auch schon zur letzten Preiskategorie. 100 bis 200 Euro, frei nach dem Motto, wer 100 hat, hat auch 200. Macht Sinn, oder? Ich muss ehrlich sagen, gerade für Pre-Built-Tastaturen
hat man bei den vorherigen eigentlich schon genug geboten bekommen. Trotzdem bekommt man hier logischerweise noch immer etwas mehr. Die erste Tastatur, die ich gefunden habe und wirklich cool finde, ist die AJS AC067. Normalerweise ein Hersteller, den ich nicht wirklich toll finde, aber das Keyboard hat schon wirklich was. Auch wieder ein komplettes Aluminium-Case mit Subfacing und Hotswap, eine Aluminium-Plate, Preloop-Switches, Gasket-Mount, Wireless, also im Grunde das, was die AL71 und AL66 auch haben. Nur finde ich die Case-Farbe etwas schöner und es sieht doch etwas solider aus, weil das Case quasi wie aus einem Guss ist und man nicht diese Unterbrechung an der Seite hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe mich zudem mal etwas informiert, Reviews angeschaut und das Teil scheint mir wirklich grundsolide. Aufgrund der Aluplate klingt die zwar zugegeben stock etwas metallisch, nach ein wenig Modding und Tape Mod klang die aber richtig geil. Und wie schon gesagt, finde ich vor allem die Farbe richtig schön. Für 150 Euro kann man das definitiv machen. Oder ihr mögt Käse, dann nehmt einfach die Käse-Variante. Ob es sich dabei allerdings um Gouda oder Emmentaler handelt, konnte ich der Beschreibung leider nicht ganz entnehmen. Sorry. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass sich ab dem Preisbereich Prebuilds nicht mehr so wirklich lohnen, weil man langsam auch anfangen kann, sich sein Keyboard einfach selber nach Bedarf zusammenzustecken. Das ist einfach, macht Spaß und euer Keyboard sieht am Ende wirklich genauso aus, wie ihr es auch wollt und hat auch genau die Switches, die ihr wollt. Gute Optionen wären da beispielsweise so eine Keychron Q2 Pro. Die kann man zwar auch für 180 Euro zusammengebaut kaufen, auch wieder ein tolles Aluminiumboard, extrem hochwertig mit vielen Custom Features, Wireless, aber eben ANSI-US-Layout, was möglicherweise manche stört. Also könnt ihr auch das sogenannte Barebone davon im ISO-Layout kaufen, kostet dann etwas weniger und dann braucht ihr noch Switches und Keycaps. Bei den Switches könnt ihr einfach welche von Echo beispielsweise nehmen oder Gaytron Pro Switches, damit macht ihr eigentlich nie was falsch. Und dann braucht ihr noch Keycaps. Dort könnt ihr dann auch ISO-DE Keycaps nehmen. Falls ihr hochwertiger im ISO-DE Layout sucht, kann ich euch die Keycaps von Monaco Keys empfehlen. Die sind zwar sehr schlicht optisch, aber dafür sehen sie wirklich hochwertig aus und ja, sind auch sehr hochwertig. Und ihr habt eben deutsche Keycaps, sowohl im ANSI-DE Layout als auch im ISO-DE Layout. Aber natürlich sind euch bei Custom Keyboards keine Grenzen gesetzt, also nehmt einfach die Keycaps, auf die ihr Bock habt und die ihr optisch schön findet. Ja, und wenn ihr dann alle Teile gekauft habt und das Ganze zusammengesteckt habt, habt ihr im besten Fall euer erstes eigenes Custom Keyboard. Die Welt der Custom Keyboards ist wirklich riesig und wie schon erwähnt macht es enorm viel Spaß, sich sein Keyboard selbst zusammenzubauen, wie man es will. Und alleine der Gedanke, dass es ein Keyboard, so wie es zusammengebaut ist, nicht zu kaufen gibt, finde ich schon extrem cool. Also traut euch ruhig, auch mal in die Custom Keyboard Welt reinzuschnuppern. Vor allem, wenn ihr mehr als 100 Euro für eine Tastatur ausgeben wollt und endlich ein richtiges High-End Board wollt. Denn ich muss euch ehrlich sagen, was Hersteller wie Corsair, Razer, Logitech und Co. oftmals für diesen Preis an Tastatur verkaufen, ist es einfach nicht wert. Meistens sind die straight up überteuert und einfach nicht wirklich geil für den Preis. Für mehr Alternativen könnt ihr ansonsten auch wieder meinen Discord-Server joinen. Dort bekommt ihr dann in der Regel immer recht schnell Hilfe. Wie schon gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Eine allerletzte Tastatur möchte ich aber noch erwähnen, denn falls es euch vor allem darum geht, die technisch beste Gaming-Tastatur zu bekommen, möchte ich auch in diesem Video wieder auf die Wooting 60HE aufmerksam machen. Out of the box ist die zwar wirklich nichts Besonderes, aber die technischen Features sind wirklich krass. Das Teil ist bis heute mit einer anpassbaren Reaktionszeit bis zu 0,1 mm die schnellste Gaming-Tastatur der Welt, hat noch viele andere coole Gaming-Features wie zum Beispiel Rabbit Trigger, die zwar mittlerweile auch von anderen, ich sag mal, kopiert wurden, aber ich glaube Wooting hat bisher immer noch die besten Rabbit Trigger. Und das Besondere ist noch, dass die Wooting 60HE komplett modbar ist. Das führt dann einfach mal dazu, dass man die Switches fetten kann für ein noch smootheres Tippgefühl und einen besseren Sound, dass man das ganze Case gegen ein anderes aus Aluminium tauschen kann und generell so sehr modden kann, dass man am Ende nicht nur die beste Gaming-Tastatur hat, sondern auch die hochwertigste. Ihr bekommt die Wooting 60HE für um die 180 Euro im ISO.de oder ANSI-US-Layout und ich würde sie jedem empfehlen, der es wirklich richtig, richtig ernst meint mit dem Gaming. Für Games wie Valorant finde ich persönlich so schnelle Tastaturen zwar nicht wirklich notwendig, aber gerade bei Games, bei denen ihr Tasten richtig spammen müsst und es wirklich um Millisekunden geht, kann sich Gaming mit einer so schnellen Tastatur schon besser anfühlen. In Fortnite beispielsweise, bei dem ganzen Gebaue. Und auch Echo hat mittlerweile als Jubiläums-Keyboard eine Tastatur rausgebracht, die ähnlich funktioniert wie die Wooting 60HE mit dem sogenannten Hall-Effekt und magnetischen Switches. Da könnt ihr dann auch die Reaktionszeit anpassen und generell, ja, dieses Feature einfach mit diesen magnetischen Switches, anpassbare Reaktionszeit und alles, ich glaube, das kommt jetzt so nach und nach immer mehr an die Tastaturenhersteller ran
Und ich denke, da werden wir uns in Zukunft auf viele Tastaturen freuen können, sodass wir nicht mehr nur stuck bei der Voting sind, sondern auch wirklich custom-ähnliche Tastaturen bekommen, mit eben dieser Switch-Bauart. Und ich freue mich da wirklich schon drauf, dass wir ja quasi die besten Gaming-Tastaturen in Kombination mit Custom-Tastatur bekommen. Aber ja, das waren sie nun. Alle meine Empfehlungen in wirklich jeder erdenklichen Preisklasse. Ich hoffe, bei meiner Auswahl war das Passendes für euch dabei. Ich habe wirklich versucht, auf alles zu achten. Leider gestalten viele solche Bestenlisten immer komplett falsch. Sie schauen oft nur auf Amazon, haben selbst keine Vorkenntnisse und empfehlen irgendwas, nur weil es 5 Sterne auf Amazon hat. Das ist mir beispielsweise bei dem YouTube-Kanal Consumer Tech Review oft aufgefallen. An sich mag ich seine Videos zwar echt sehr gerne, aber in letzter Zeit hat er sehr viele Videos rausgebracht, auch mit solchen Top 5 besten Listen, und er hat sich wirklich auf viele Sachen konzentriert, meistens nur Amazon-Produkte, irgendwelche Sachen, die einfach nur eine große Marke haben, aber wo man einfach merkt, er hat keine Ahnung, was er da eigentlich vorstellt. Er hat nichts davon ausführlich getestet oder hat sich irgendwie groß informiert, also zumindest wirkt das Ganze so. Ich finde, das ist einfach der falsche Ansatz. Bei solchen Videos sollte man sich wirklich ausführlich informieren, im besten Fall auch Vorkenntnisse haben und ganz, ganz schlimm, Sachen in die Liste aufzunehmen, nur weil sie irgendwie eine gute Bewertung bei Amazon haben. Denn ganz ehrlich, die meisten Leute bei Amazon haben auch keine Ahnung. Ich kann euch wie gesagt also versprechen, dass ich voll hinter meinen Empfehlungen stehe und alles davon auch selbst nutzen würde. Das war's dann aber auch. Lasst ein Like da, wenn euch das ganze Video gefallen hat. Kuss an jeden, der bis zum Ende dran geblieben ist. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr noch so für besten Listen-Videos haben wollt. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.